Hi Leute, hier ist der Tobi von blenderhilfe.de. Heute will ich euch zeigen, wie man eine Close-Simulation animiert. Ein Kunde von mir, den ich gerade supporte, hat so eine Aufgabe, der soll so ein Netz über einen Pool drüber ziehen, so ein Schutznetz, ein Laubschutz. Und dazu muss er das Tuch praktisch simulieren, dass es so über den Boden rutscht und über die Halterung drüber. Aber es soll eben auch gezogen werden, es soll so drüber gezogen werden. Ja, und das war nicht so ganz einfach. Das geht nämlich nur mit Bones. Und ja, das wollte ich euch heute zeigen. Nebenbei noch gesagt, man kann, wenn man irgendwelche Projekte hat, wo man irgendwelche Hilfe braucht, egal technische oder künstlerische oder Beleuchtung, Animation, egal was, man kann da mich fragen. Und es kostet 35 Euro die Stunde. Aber normalerweise braucht man nicht lange, das heißt, da kommt man sehr billig weg und ja, und manchmal springt sogar hier so ein Video raus und ich sitze jetzt heute auch hier in meinem neuen Arbeitsplatz, weil wir machen jetzt zu zweit Blenderhilfe, meine Freundin hilft mir, die sitzt zum Beispiel gerade drüben im Wohnzimmer und macht andere Sachen, also E-Mails und so Zeug und ich kann hier in Ruhe Tutorials aufnehmen an meinem neuen Computer, hier mit einem neuen Mikrofon, ich hoffe auch der Ton ist gut, ist von derselben Firma wie drüben das Mikrofon, aber ein bisschen anderer Typ. Genau. Also falls irgendwas mit dem Sound oder Qualität ist, sagt mir Bescheid. Und ja, fangen wir an. Also ich habe zwei Beispiele jetzt mal gemacht. Das waren meine zwei Tests sozusagen. Einmal, wir haben hier eine ganz normale Close-Simulation. Also wenn ich das abspiele, dann verhält sich das wie Stoff. Und jetzt sieht man, dieser Bone hier, dieses Armature, animiert das Pinning sozusagen. Es ist ein animiertes Pinning. Also der Stoff ist hier oben festgepinnt. An einer unsichtbaren Stange sozusagen und wird von dem Bone, also das wird dann von dem Bone bewegt. Genau. Und jetzt war es mir noch wichtig zu sehen, ob das auch mit mehreren Bones unabhängig funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Rig gemacht, wo hier der Master Bone ist. Also wenn ich den bewege, gehen die anderen beiden mit. Und die beiden kann man natürlich auch noch einzeln animieren. Das habe ich jetzt mal ausversucht. Und es klappt so sehr gut. Jetzt bewegt sich noch der andere. Und das geht eben dann mit so vielen Bones, wie man will. Also man kann, wenn man ein komplexes Shape hat, kann man das auch spannen sozusagen mit ganz vielen Bones außenrum. Und den Root Bone dann eben, also den hier, den dann vielleicht in der Mitte. Und außenrum dann mehrere Bones und jeweils das Zelt oder die Plane dran festgepinnt. Und dann kann man die rumziehen. Man kann sogar die Plane von einzelnen Bones lösen. Und das würde dann gehen. Das zeige ich aber jetzt heute nicht. Also wenn das jemand noch interessiert oder wenn das unbedingt noch jemand braucht, dann werde ich dann nochmal ein zweites Video machen, wo ich das dann zeige. Aber das würde im Endeffekt über einen Vertex-Weight-Mix. Da kann man praktisch, wenn ich jetzt hier reingehe in die Vertex-Group von diesem Close, und dann einen Bone anklicke, dann sehe ich ja, hier zum Beispiel hat der Bone Einfluss auf die Vertices. Ja, das ist ein bisschen kompliziert aufzubauen, deswegen würde ich sagen, ich baue das jetzt mal auf und dann siehst du genau, wie das funktioniert. Also ich mache mal eine neue Datei und schalte noch kurz den Screencast Keys ein. Jetzt sieht man hier unten die Tasten, drücke und die Maus. Gut, und hier noch auf Vollbild, das kann auch nie schaden. Mit Alt F11 geht es. Oder hier Window Toggle, Toggle Fullscreen hier. Alt F11. Dann hat man ein bisschen mehr Platz und es macht schon was aus. Gut, weg mit dem Cube und eine Plane. Dann subdividen wir die erstmal. Sagen wir ja, 20 Mal, also einmal reinklicken. Oder machen wir mal 30. Ein bisschen feiner darf es schon sein. Also für eine gute Animation würde man das schon noch feiner machen, aber jetzt zu Testzwecken reicht es vollkommen. Gut, dann haben wir ja das Close. Das heißt, ich gehe mal aus dem Edit-Modus und füge den Close-Modifier dazu. Wenn ich jetzt mit Alt-A abspiele, sieht man, das Tuch fällt nur nach unten durch die Gravitation. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen es jetzt festpinnen. Und dazu gibt es ja hier in den Dynamics das Pinning. Das müssen wir auch benutzen, aber
man kann das eben nicht einfach hier diese Plane animieren. Das funktioniert nicht, weil die Vertex Positions nicht mehr vom Objekt abhängen, sondern von der Close-Simulation. Die Close-Simulation bestimmt ja, wo die einzelnen Vertices hingehen, sozusagen, wo sie sind, und nicht mehr das Objekt. Das heißt, wenn wir das Objekt animieren, hat es überhaupt keinen Einfluss auf die Close-Simulation und auf das eigentliche Mesh. Gut, deswegen hier das Pinning. Dann kann man an dem Ding zupfen. Genau, und wir wollen aber das auch noch animieren. Das heißt, wir machen jetzt einen Armature Single Bone. Den schieben wir hier rüber, und zwar mit Steuerung gedrückt kann man das machen, dann rastet der hier gleich ein. Und ja gut, den nehmen wir jetzt als ersten. Und der Armatures, das sind ja die Bones, die nimmt man eigentlich für Character-Animationen, aber man kann sie auch für ganz viele andere Sachen nehmen. Also eigentlich sind sie ein wichtiges Animationstool, die Bones, um irgendwelche Mechaniken zu bauen oder als Hilfsobjekte. Gut, also wir haben einen Bone, jetzt gehen wir in den Edit-Modus. Das ist der Modus, in dem man neue Bones dazufügen kann. Und wir extrudieren den mal, also mit E, Z und mit Steuerung gedrückt. Jetzt haben wir hier einen Bone. Und wenn wir im Pose-Mode sind, mit Ctrl-Tab geht es, oder hier unten auf Pose-Mode schalten, dann sind die ja alle zusammen. Das ist eine Kette von Bones. Also über Bones habe ich jetzt noch kein eigenes Tutorial gemacht, zumindest kein freies. Aber das wird jetzt hier mal so behandelt, und ich werde da in Zukunft schon noch mehr damit machen, auf jeden Fall. Dieses Jahr wird eh recht aktiv. Es wird zum Beispiel eine neue Einsteigerserie geben, und da wird sicherlich dann auch die Bones behandelt. Da will ich dann den kompletten Blender eigentlich behandeln. Also jedes Tool mal so zeigen und die Zusammenhänge ein bisschen aufzeigen und so. Genau. Und auch für die neue 2.7er Serie eben. Ja, also, die zwei hängen jetzt zusammen, das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier auf den Bone. Also hier gibt es Armature, das ist die, ja, von dem ganzen Armature, das sind jetzt die Unterobjekte im Armature sind Bones, sowie in einem Mesh sind die Unterobjekte Vertices. Genau, und beim Armature sind es eben die Bones. Und dann haben wir hier die Bone-Einstellungen. Und hier haben wir noch Bone Constraints, die brauchen wir aber nicht. Und hier gibt es die Relations, und da können wir Connected ausschalten. Das geht aber nur im Edit-Modus. Also der Pose-Mode ist dann praktisch zur Animation, und der Edit-Modus ist zum Bearbeiten der Bones. Also das Connected schalten wir aus, und jetzt können wir diesen Bone frei bewegen. Wenn das Connected an ist, dann bewegt sich der untere mit, weil das ja eine Kette ist. Bones hängen ja immer zusammen, das sind praktisch Gelenke. Das heißt, Connected ausschalten, und ziehen wir den mal hier runter und hier rüber. Jetzt mit Shift D duplizieren wir den, und dann Y und ziehen ihn hier rüber. So, jetzt haben wir schon mal unsere Grundform. Das sind die zwei Ecken. Und jetzt ist eigentlich das, jetzt müssen wir das noch verbinden. Dazu wählen wir erst das Mesh und dann die Bones. Die Bones müssen im Object-Modus sein. Im Edit-Modus geht das nicht. Also das Armature auf Object-Mode. Und dann beide hintereinander anwählen. Und Steuerung P. Und Automatic Weights. Dann wird es automatisch geweightet. Das heißt, also gewichtet auf Deutsch. Gewichtet. Also wie stark jeder Bone auf das Mesh Einfluss hat. Und jetzt gehen wir bei den Bones, können wir mal in den Pose-Mode gehen für die Animation. Und wenn wir jetzt hier was bewegen, sehen wir, da wird das Mesh mitgenommen mit dem Bone. Wenn man jetzt auf das Mesh geht und in den Weight-Paint-Modus, dann sehen wir auch, wenn wir die anklicken, dass die hier einen Einflussbereich haben auf das Mesh. Je nachdem, welchen Bone wir angeklickt haben. Dazu muss das Armature wieder im Pose-Mode sein. Also mit Armatures zu arbeiten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die ein bisschen komplexer sind. Aber es eröffnet auch eine ganze Fülle von Möglichkeiten für die Animation und für Steuerung von Sachen. Also das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Also auch für Mechaniken und sowas, wenn man komplizierte mechanische Sachen hat, dann geht es eigentlich nur mit Bones zum Beispiel. Also oft. Gut, gehen wir wieder aus dem Weight Paint Modus raus, das wollte ich nur mal zeigen. Und jetzt probieren wir mal, was passiert, wenn wir Alt-A drücken.
Erstmal gar nichts. Manchmal muss man, um die Simulation neu zu starten, dass Blender checkt, okay, wir wollen jetzt, dass die Simulation komplett neu berechnet wird. Wenn sich was verändert hat, dann müssen wir manchmal hier vorne zweimal reinklicken. Also, oder einmal besser gesagt, hier vorne einfach. Genau. Weil wenn er mittendrin gerade steht, dann weiß er nicht, soll er jetzt neu berechnen oder soll er den Cache abspielen. Hier unten diesen blauen Strich, da ist ja die Animation gecached. Gut, und das fällt immer noch runter. Und das liegt daran, dass das Close ist ja noch nicht angepinnt worden. Also hier über Pinning haben wir noch nichts definiert. Jetzt beim Pinning ist die Sache, solange wir nur einen Bone haben, an dem wir rumzupfen wollen, also wenn wir jetzt nicht zwei hätten, sondern eben nur einen von den beiden und mit dem das bewegen, dann wäre es kein Problem, weil wir können hier eine Vertex Group eintragen. Also wir haben jetzt den ersten Bone, das ist der hier hinten, der Mutterbone sozusagen, Bone 1 und Bone 2. Und wir können jetzt nicht mehrere auswählen. Also wir brauchen eine Vertex Group zum Pinnen. Das ist aber jetzt kein Problem, wir müssten ja eigentlich beide nehmen. Und das machen wir jetzt ganz einfach, nämlich wir erstellen eine neue Vertex Group. Können wir mal hier hinten schauen, in den Object Data Tab, da sind ja die Vertex Groups hier drin. Für jeden Bone gibt es eine Vertex Group und jetzt machen wir eine neue. Und dazu geht man am besten einfach in den Edit-Modus, wählt dann das aus, was man haben will. Also man sieht es jetzt nicht, aber ich schalte mal auf den Durchsichtsmodus, auf den Z-Modus. Entschuldigung, auf den Quatsch, auf den Wireframe-Modus. Und jetzt habe ich diese beiden Punkte ausgewählt, die gepinnt werden sollen, und drücke Steuerung G für Group, weil wir sind ja im Edit-Modus von dem Mesh und da sind die Objekte Vertices. Das heißt, wenn ich eine Gruppe mache, mache ich eine Vertex Group. Gut, Assign to New Group. Die Group können wir jetzt auch nennen. Einfach doppelklicken, das geht seit neuestem hier. Das ist echt toll. Also Blender 2.7 ist überhaupt toll. Ich nenne die jetzt mal alle. Für Blender 2.7 kommt übrigens bald eine Serie von, also für 2.7.0 jetzt, kommt eine Serie von Videos raus, wo ich die neuen Sachen zeige, die neuen Tools und Veränderungen. Da wurde einiges gemacht. Sie waren wieder sehr fleißig. Vielen Dank an alle, die bei der Blender-Entwicklung auch beteiligt sind. Es ist wieder super geworden. Also seit 7 Jahren bin ich jetzt ja am Blendern und mit jedem Release bin ich wieder begeistert, was man alles Cooles machen kann und wie gut die Programmierer arbeiten. Das ist Wahnsinn. Super. Genau, wollte ich nur mal sagen. Gibt es also dann Videos? Die findet man dann auf blenderhilfe.de im Menü Tutorials unter dem Menüpunkt Blender Feature Videos. Da sieht man immer die ganzen neuen Features, die Blender hat. Die stelle ich da vor. Also nicht alle, aber viele oder die wichtigen. Ja. Gut. Und wer mehr über die Close-Simulation an sich wissen will, die wir hier hinten ja benutzen, diese ganzen Einstellungen hier, die sind ja auch wichtig. Die zeige ich jetzt hier nicht, aber da gibt es schon ein Tutorial. Und das verlinke ich jetzt auch hier. Und das findest du aber auch auf blenderhilfe.de, auch im Tutorial-Menü natürlich. Und zwar ist das die Serie Susi am Pool. Und zwar dort der Teil 2, ab der Minute 11:50. Da zeige ich die Close-Simulation. Da kannst du da mehr noch drüber lernen, was diese ganzen Einstellungen hier noch machen. Gut, jetzt haben wir eine Gruppe gemacht, die haben wir alle genannt. Da sind die zwei Punkte drin. Und die können wir jetzt hier eintragen als fürs Pinning von dem Close. Gut, wenn wir jetzt auf Alt-A drücken, dann schwingt es schon mal. Und jetzt können wir mal die Bones nehmen, im Pose-Mode natürlich, und hier mal dran ziehen. Ha, funktioniert nicht. Gut, also beide Systeme laufen irgendwie, aber nicht so, wie wir es wollen. Warum nicht? Das ist ja im Blender oft so, dass man mehrere Tools benutzt und man weiß eigentlich, es müsste oder es könnte gehen, aber es ist nicht, es geht irgendwie nicht. Also ich lasse nochmal starten, probiere es nochmal und ich kann zwar das bewegen und das Mesh wird auch mit verbogen, aber die Close-Simulation wird nicht beeinflusst. Gut, was haben wir denn? Wir haben das ja alles als Modifier. Und das Armature soll das Mesh kontrollieren und danach soll der Close-Modifier das zu einer Kleidung machen. Und hier ist es ja andersrum. Hier ist erst der Close und dann das Armature Modifier. Das heißt, wir müssen es hier mit diesen kleinen Buttons einfach umdrehen. Es wird von oben nach unten abgearbeitet. Und jetzt soll es auch gehen. Also jetzt können wir das animieren.
Hier sieht man noch, das ist jetzt auf Flat Shading, das schalten wir auf Smooth Shading. Dann machen wir noch einen, am besten einen Subdivision Modifier dahinter, dass es noch ein bisschen gesmoothed wird. Dann gehen wir noch in die Close-Einstellungen und unter Close-Collision schalten die Self-Collision an. Dann kann es nicht durch sich durch, dann prallt es ab, wenn es sich überschlägt oder so. Wobei das natürlich auch Rechenleistung braucht, also jetzt für das Zelt, das mein Kunde gerade animieren will, da wäre es vielleicht, da bräuchte man es vielleicht nicht, weil es soll sich ja sowieso nicht unbedingt überschlagen. Aber wenn man jetzt irgendwas Wildes macht, dann braucht man es. So. Und jetzt wollen wir, dass es mit irgendwas kollidiert. Also, dass man es über den Boden schleifen kann oder sonst irgendwie. Und dazu nimmt man hier einen Torus zum Beispiel. Also nehme ich jetzt zum Testen. Dann schalten wir die Collision an, dass der auch von den anderen erkannt wird. Also von den anderen Simulationen als Kollisionsobjekt. Und dann probieren wir das nochmal. Funktioniert. Okay, und jetzt würde man ja das animieren, das heißt, erstmal soll es sich ein bisschen einschwingen, sagen wir mal bis 40. Setzen wir einen Input Location auf den ersten Bone. Im Pose Mode übrigens bin ich jetzt. Dann gehe ich ein Stück weiter, ziehe den hier rüber. Input Location. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter, ein kleines. Dann nehme ich den Bone hier. Input, also mit I und Location. Und dann gehe ich nochmal ein Stück weiter und Grab Shift Z. Das heißt, jetzt darf er sich in die Y und in die X-Richtung bewegen, aber nicht in der Tiefe, also in der Höhe, in der Z-Richtung. Also Z ausgeschlossen sozusagen. Und den ziehe ich jetzt hier rüber. Und wieder I, Location. Also jetzt haben wir die Animation, das Ding fährt rüber und dann wird es weggezogen. Gut, lassen wir es mal ablaufen. Jetzt wird es ein bisschen langsamer, weil er jetzt die Kollisionen berechnen muss. Ja, ist doch schon eine ganz coole Animation soweit. Also es funktioniert alles. Ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, aber mit den verschiedenen Vertex Groups war mir jetzt lieber ein Video zu machen und dann hat auch die ganze Community gleich was davon, weil es ist ein relativ interessantes Thema. Das braucht man vielleicht nicht oft, aber doch, ja, relativ oft. Ja. Und man kann ja mit der Kleidungssimulation und den Armatures zum Beispiel auch wirklich die Kleidung von einem 3D-Character animieren. Und dazu nimmt man im Endeffekt dieselbe Technik. Also erst das Armature, das das Mesh animiert und dann die Close-Simulation, die ja, die Kleidung berechnet, die physikalischen Eigenschaften der Kleidung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wer noch mehr über die Close-Simulation wissen will, wie gesagt, Susi am Pool Teil 2 anschauen im Menü Tutorials auf blenderhilfe.de und ich werde auch versuchen, wieder die Blender 2.7er Serie diesmal sehr aktiv zu begleiten mit Videos. Wer natürlich mehr lernen will, auf jeden Fall auf blenderhilfe.de auch das Tutorials-Menü abchecken. Und ich habe auch auf der rechten Seite eine neue Sidebar gebaut. Das ist ein bisschen übersichtlicher jetzt. Da findet man eigentlich alles gleich. Und ja, sagt mir doch, wie es euch gefallen hat. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Und Kommentare freue ich mich natürlich immer, entweder auf der Webseite oder auf YouTube. Abonniert mich. Und ja, bald gibt es viele neue Videos. Schaut auch mal im Shop vorbei, shop.blenderhilfe.de, falls ihr eine Trainings-DVD kaufen wollt oder falls ihr Soundeffekte braucht. Oder Vertonungstutorials habe ich jetzt auch seit neuestem. Habe ich noch nicht so oft erwähnt. Auch recht interessant. Ja, bis zum nächsten Mal.